dann hier vorne besser. Wow. Und hallo und herzlich willkommen. Ich muss mein Streamdeck wieder anders platzieren. Das ist Dagoni gar nicht gut aufgehoben hinten hier. Zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 3 Remastered mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumexperimentiert und eingestellt. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wollen wir mal gucken. So. Was ist los? Habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen. Bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nahe. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Templer? Moment. Was? Hä? Templer? Da stimmt doch was nicht. Ich hätte jetzt Assassinen-Dings erwartet. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten.
Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Naja, so richtig zufrieden bin ich nicht, aber so richtig flüssig läuft es hier auch nicht. Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitteschön sagen? Wer ist denn das da? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen? Aber dieses Mal schlage ich zurück. Huch! Ey! Warum ist die immer wieder weg? Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ich weiß nicht, für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank, hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Und das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Aber geht da hinten hin? Wir laufen da mal hin. Ich will mal gucken, ob man da was gucken kann. Ach, da ist ja wer. Das ist nicht Papa, das ist der andere Vogel. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Aha. Okay. Ist irgendwie ein Riss. Da ist ein Raum. Ach, das ist hier bloß. Da ist noch was. Da kann man hochgehen. Wir machen das mal. Da ist der Papa lang gegangen. Ich will das jetzt natürlich sehen, was hier oben. Vielleicht ist hier ja noch was Interessantes. Huch. Geheimnisvolles. Huch. Was jetzt? In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz alledem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns neuen zuwandten,
kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Wie gesagt, wenn es jetzt in der Aufnahme leckt, bei mir läuft das flüssig konstant mit, weil ich es so eingestellt habe mit 63 Frames oder 60 Frames. Ja, warum das? Ich kann nur hoffen, dass es bald Updates gibt für die Treiberei. Wo kann ich denn hier hin? Huch! Weiß nicht, ob das macht doch gar keinen Sinn hier. Aber er ist hier aufgehüpft, einfach so. Gespräch war nicht besonders ergiebig. Hab ich da hinten schon geguckt? Dann haben wir aber alles hier durchgeguckt, ne? Glaub ich. Oh. Wie gesagt, ich sehe hier auch nichts. Da ist irgendwie eine Treppe. Kann ich hoch? Okay, okay. Aha, hier Schluss. Gehen wir in den Animus. Okay, dann mal los. Genau. Und Don Nisero hat Stanyo. Oya awa und der Hiar Don Jadagu. Tone weha de Nagerade. Tessa Jer Donerot Niha. Nexiate Huaya Done Kero. Aze konnte te Jajer da Oni. Nexia Ochten on de Gadi was da que. Agungue da su awa hu anodun wezini out nesago de Ogua. Zeu Jer da Suria Dizax ne Hatem. Rageneru quaque ante zini togwenyo. Nekzi ohondo yohawihtu, yadehagone rakwe. Ginu oro jokwe templar aguegu tadinya ro darhox. Ne oho otke zonis. Segotke esu orion o ahigu sogontanu o gotgottosi ne sagarda skarnex. Die mich aber ganz schön veralbert hier. Das habe ich nicht mehr gewusst, dass der Templer war. Und vor allen Dingen, ich habe nicht gewusst, dass die Templer so waren. Wir haben die ja anders kennengelernt, aber ich, naja gut, mir fehlen die Anfänge. Das gebe ich zu. The one day star. Oni se jerta. Ja, otena guanek. Guanek. Radunagedu, te wakirichi runyana. Runajugeru na deratu danu yoko dunis. Hat was? Nixi dosa isi no kohonda dia hose. Wir sollen das Tal nicht verlassen. Erda isu et di jono wat stage. Gariwes wat geno harenyu. Fenslandruhen, neue Spezialkarte in den Geschäften erhältlich. Almanachseitenkarte. Neue Spezialklunkerkarte. The
Warte mal, jetzt wollen wir mal. Ich habe nicht auf die Karte geschaut. Ach, jetzt sind hier auch. Guck mal, hier sind Sammelobjekte. Hinkebeinsklunker. Cool. Hi, Star. Hi, Star. Da war wahrscheinlich der Hund mit gemeint und nicht wir, ne, oder? Das Tal sollen wir nicht verlassen. Die Sprache. Huch. Ja, wahrscheinlich den kürzesten. Ist das ein Daten? Aska Degeni Asangayeri. Soll ich die jetzt suchen? Aska Dewat Nyawe. Aha. Sollen die anderen Kinder suchen? Ach, da läuft eine Zeit ab. Oh, nun geh hoch, da. Die Zeit läuft weiter ab, während er hier in Zeitlupe sucht. Ich bleibe in diesem Modus. Schneller laufen tut er leider nicht. Lauf. Da ist das dann Heuhaufen. Der ist da drin, ne? Sollte interagieren. Scheiße, ich mach das nochmal. Da war ein Kind drin, der ist jetzt da reingesprungen. Ich hätte früher stoppen müssen, aber naja, was soll's. Prost! Wir sind ja, wo der Erste ist. Oh nein, ich hab Baum verstecken.
Da ist der Erste. Susi soll ja an den Giga. Na komm. Da muss ich hin. Da ist eine Spur. Na, nehmen wir erstmal die. Ich hab sie gefunden. Da haye yenere jiniyaji aska dasete nene oyeska hoye. Asahtuge. Zum Baum zurückkehren. Na gut, dann gehen wir mal zum Baum zurück. Angeln? Sie dauert Karitze Runi. Aska, Degini, Asa, Gayerdi. Man lernt hier was. Yayak, Sada, Sadegu, Jotu, Oyerdi, Oski Warde, Degini Warde, Asa Warde, Gayerdi Warde, Whiskey Warde, Yayaki Warde, Sada Warde, Sadegu Warde, Jotu Warde, Dawasa. Welches Versteck nehme ich jetzt? Da findet er mich doch. Oh, das ist aber jemand anders. Was haben wir hier? Mr. Lee? Was ist denn mit denen los? Sind die das? Nee. Du kommst mir bekannt vor. Ja, Charles Lee. Wo hab ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht nett. Lass mich los! Oh, hört euch das an. Es kann sprechen. Klug, dein Ding. Und lebhaft dazu! Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade.
Was ist denn mit denen los? Doch du nicht, Schaltes. Nein, du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Oh, Arschloch. Weg, das Dorf brennt. Das Dorf brennt. Deswegen der Hass auf die Templer. Ja! Schneller laufen kann ich nicht. Oh Gott, Junge, du musst noch bis zur nächsten Folge warten. Tschüss!